fand. Naja, also in dem Buch geht es natürlich zum einen ein Stück weit darum, wie ich Kommentator geworden bin. Und zum anderen sind es einfach viele bunte Geschichten rund um Fußballspiele der letzten Jahre, rund um Begegnungen mit Trainern, mit Spielern. Es ist kein Enthüllungsbuch, es geht nicht um Cousinen, die in Whirlpool-Situationen gesehen wurden. Und ja, es wird niemand angezählt, sondern es ist einfach humoristische Sommerlektüre, würde ich vielleicht sagen. Ja. Ich habe zunächst nicht daran geglaubt, dass es irgendjemanden interessieren könnte, was ich so rund um Fußballspiele erlebt habe oder was die Faszination des Berufes für mich persönlich ausmacht. Es stellte sich dann aber nach und nach heraus, dass es doch den einen oder anderen gibt, der sich dafür interessiert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach mal und ich schreibe einfach mal und bin jetzt überwältigt von der Zahl der Menschen, die dieses Buch tatsächlich lesen. Ich kriege Zuschriften von 14-, 15-Jährigen, die ihr erstes Buch gelesen haben, zufriedene Eltern schreiben mir, dass sie ihr Kind dabei erwischt hätten, wie es ein Buch gelesen hat und das am helllichten Tag. Sie können es nicht vorstellen. Ja, also es macht mich tatsächlich sehr zufrieden. Und wenn ich jetzt auf Lesungen unterwegs bin, ist das Publikum quer durch die Bank. Also es ist wirklich spektakulär. Ich kriege dann auch Fotos zugeschickt, wo dann die heimische Bibliothek fotografiert wird und du irgendwo zwischen der Biografie von Bud Spencer und Hulk Hogan dein Plätzchen gefunden hast. Das ist sehr schön, sehr schön. Ach, es gibt so viele kleine Geschichten. Immer schön waren die Reisen mit Franz Beckenbauer, der über den Wolken Kaffee serviert hat in der Privatmaschine, der Eierspeisen zubereitet hat, der auch mal dafür gesorgt hat, dass eine Linienmaschine am Salzburger Flughafen 5 Minuten gewartet hatte, weil wir hatten ein bisschen Verspätung. Und die Maschine hat dann tatsächlich gewartet und der Kollege, der dann auf die Linienmaschine kam, wurde quasi mit Limousine vorgefahren, saß dann auch erste Reihe und wurde bevorzugt behandelt. Also der Kaiser kann nicht nur schönes Wetter, der Kaiser kann auch den Flugverkehr beeinflussen, zumindest ein Stück weit, wo man sagen muss, das ist tatsächlich einer der nettesten Menschen, die mir jemals über den Weg gelaufen sind. Ich habe es nie gesehen oder nie erlebt, dass er irgendwem ein Autogramm verweigert hätte oder so. Das ging dann so weit, dass er in Rumänien mal ein Verkehrschaos verursacht hat, weil ein Taxifahrer, der nebenan fuhr, hatte ihn erkannt, als er hinten im Wagen saß, ist dann hin, hat ihn um Autogramm gebeten und er hat vollstreckt und der Taxifahrer war außer sich vor Freude und hat alle informiert, wer da jetzt gerade in diesem Wagen sitzt. Und es kamen erst 10, dann 20, dann 50, dann 100, die Straße war voll mit Leuten und er hat jedem unterschrieben, bis dann der Fahrer irgendwann sagte, Freund, wir müssen jetzt mal langsam ins Stadion. Wir kamen dann, Team Juara, das war eine Betriebssportanlage, wir kamen dann also in diesem Stadion an und es brandete spontan eine Laola-Welle auf. Und wir fragten, ja, für wen machen Sie denn das? Und ja, Franz, für dich. Oh, das sind aber nette Leute. Also Franz Beckenbauer ist einfach eine sensationelle Persönlichkeit. Ja. Aber natürlich auch Begegnungen mit jetzt Louis van Gaal. Das war ein Erlebnis. Oder mit José Mourinho. Oder tolle, viele, viele, viele tolle Momente.